das ist der Turner RSR aus dem Jahr 1971, gefahren von Hans-Peter Blandow und Verena Blandow. Wunderschön, hergerichtet, ein elegantes Fahrzeug. Nach wie vor bitte große Vorsicht hier. Klaus Kramer und Richard Mulager aus Österreich in einem Fiat 131 Abarth. Dann mit der Startnummer 30, der Rallye-Werksversion aus dem Jahr 1976. Und mit der Nummer 31, meine Damen und Herren, haben wir vorhin schon am Mikrofon gehabt. Christian Pierlici und Peter Rossmann ist in einem Fiat Abarth 2000. Auch wir beiden natürlich alles Gute hier. Und Christian Gerlich ist bereit. Schauen wir mal, vielleicht sind wir dann noch an. Dann haben wir immer wieder noch so kleine Verzögerungen kommen zu stellen. Das wird da natürlich nicht. Wenn jemand 190E, 2,3 Liter aus dem Jahr 1983, hat uns vorhin ja schon erzählt, das ist das Rennauto von Niki Lauda, damals 1984 auf dem Nürburgring, wo er hinter dem Ayrton-Senna in Angriff mit dem 190er.